mit dem 58. Teil. Dabei habe ich jetzt gesagt, am Ende des vergangenen Teils, dass ich in die Mine gehe. Und jetzt direkt in den ersten Teil die Kurve drauf. Und die Mine bin ich jetzt da. Wo könnte ich am besten jetzt reingraben, ist die Frage. Grab mal hier oben. Und mal hoffen, ob ich auf Diamant treffe. Fackeln habe ich noch welche. Ja, ich habe hier noch ein paar Fackeln. Und Kohle habe ich auch noch übrig. Also das heißt, ich kann noch mehr machen. Da geht's nach unten. Hier wieder die nächste Fackel und nochmal einen runter, das ist ein kleines Erdvorkommen hier. Jetzt geht's hier wieder mit Stein weiter. Hier wird es dunkel. Höhlengeräusch. Übrigens noch mal was zu als anderem, und zwar mein Video Stumpf und Norddeich ist, wurde bei mir in den Benachrichtigungen angezeigt, hat mehr Aufrufe in den ersten 5 Tagen erhalten als alle meine anderen Videos in den letzten 6 Monaten hochgeladen. Und zwar hatte das Video in den ersten 5 Tagen schon 250 Aufrufe, momentan hat es 286, also es ist wieder weniger interessant geworden. Also ich hätte das bisher noch nicht gehabt an einem Video, dass das Video nach einer Weile, nach ein paar Monaten, Jahren erst relevanter wird. Bisher hatte ich das so, dass die Videos nur in den ersten paar Tagen genug Aufrufe generieren. Und dann irgendwie gar nicht mehr. Aber ihr könnt mal sagen, was könnte ich machen bei 500 Videos? Soll das über Minecraft oder über Wetter handeln? Oder was soll ich dann machen? Bei 500 Video. Hier habe ich auch Gänge gegraben. Ich kann gerne auf diesem Gang weiter graben. Aber jetzt die Höhe müssen reduziert. Jetzt bin ich nämlich auf Höhe 12 unterwegs. Ein bisschen Redstone hier. Ich habe aber auch schon relativ viel Erfahrung hier gehabt hier. Also ich bin jetzt schon bei Level 36 immerhin angekommen. Oh, Gold! Ein Goldvorkommen, sogar mit 6 Blöcken. Kann ich mal meinen Goldtopf aufstocken hier. Kohle. Kohle ist mir momentan eher weniger wichtig. Ich grab einfach durch. Momentan habe ich nämlich keine Kohle-Sorgen. Ich kann hier einfach ganz schnell Holzkohle herstellen auch wieder. Diamant und Redstone. Das ist hier ganz gut hier. Jetzt ist Redstone weg. Da ist sogar Diamant. Wieder Redstone. Das war schon mal gute Ausbeute hier. Ein paar Diamanten gekriegt. Jetzt grabe ich hier wiederum weiter. Ich grabe jetzt hier noch so lange weiter, bis diese Spitzhacke den Geist aufgibt. Das tut sie ja bald. Der erzählt gerade auf der Hund. Kurz unterbrechen. Da war natürlich
Kurze Unterbrechung, der Hund bellt. Jetzt haben wir leider einen Hund. Er sagt leider, aber ich mag den Hund gerne, aber der bellt ständig. Wo komme ich jetzt denn hier an? Was sind denn die ersten Sachen gar nicht auf? Lavasee, Lavasee. Diamant! Eisen! Eisen und Diamant hier. Nimmt er jetzt gar nicht mehr auf? Der Diamanten kann ich nur aufsammeln. Ja, Diamanten kann ich nur aufsammeln. Und sonst noch irgendwie Erze sichtbar. Da ist noch ein bisschen Eisen. Jetzt habe ich auch einige Diamanten im Gepäck, also sollte jetzt vorsichtig umgehen hier. Gerade mal hier einfach mal noch ein bisschen was weg hier. Damit die Spitzhacke zerbierst und dann noch ein Inventar-Slot frei wird hier. Da habe ich hier nochmal alles weg. Und das nimmt das Eisen auf. Eisen ist auch wichtiger als der Stein. Was können die sonst noch? Ich kann nochmal die beiden Fackeln wegpacken. Kann man hier einfach hinstellen, die Fackeln. Dann nämlich noch wieder ein bisschen Stein aufsammeln. Fackeln sind nämlich leichter herzustellen auch. Weil sie sind leicht herzustellen, das heißt, ich könnte die einfach so einfach wahllos in die Welt platzieren. Man kann sie ja immer wieder aufsammeln. Zum Beispiel von bereits erkundeten Höhlengebieten kann man Fackeln auch wieder aufsammeln. Eins ist dann das Risiko natürlich gegeben, dass man dann man später mal wieder da reingräbt. Man hatte alles voll Monster. Das auszuschließen. Das baut man hier alles wieder zu. Diese Höhlendinger. Und ich kann jetzt auch leicht hier hochkommen. Hier einfach den Knopf und ich komme hoch. Das Hochkommen dauert ein klein wenig länger als das runter. Aber man ist auch relativ schnell oben. Zack, jetzt bin ich oben, es ist tiefste Nacht noch. Nur wie es Monster aussieht. Hier ist ja alles erleuchtet, das heißt, wir können Monster relativ schwer spawnen. Hier sind gegebenenfalls nur Slimes möglich. Pistons hier, die halten das oben. Hier ist nichts los. Aber wegen diesen vielen Fackeln ist hier nichts los in meiner Umgebung hier, wo ich mich angesiedelt habe. Wegen den vielen Fackeln nicht viel los. Aber hier hinten müssten ja noch welche sein. Keine Monster hier in Sicht. Warum denn nicht? Ist auf normal gestellt. Aber hier ist kein Monster zu sehen. Da ist nur harmlose Tiere. Da hinten ist ein Zombie. Fährt sogar hier. Sollte man langsam wieder das Essen hier. Noch ein Monster hier gehen. Da ist ein Creeper. Mit Critical Hit kann man die schneller töten. Critical Hit. Schmeiß den weg hier. Einen Stock schmeiß mal weg hier. Die ist nämlich unwichtiger. Und irgendwie ein Monster an sich. Erde nur. Erde braucht man nicht töten. Die sind einfach friedlich. Die machen nichts mit einem. Die sind auch nur Schafe und Kühe unterwegs. Also nichts Gefährliches hier. Nein.
die gefährlichen Monster, die sind hier irgendwie ziemlich wenig. Also die spawnen für mich hier eigentlich zu selten. Zu wenig gefährliche Monster unterwegs hier. Wo hier Licht Level 4 herrscht. Hat ein bisschen länger gedauert. Critical Hit wieder. Hier ist die Pyramide. Könnte ich auch noch hier theoretisch ein bisschen erleuchten. Dass hier auch außen nichts drauf spawnen kann. Für einen kleinen Zombie. Bestimmt so rausgeschossen, ne? Da ist eine Hexe. Ja, auch angegriffen hier. Ein bisschen Spannung hier auch mal reinbringen. Noch ein Skelett. Ein paar Pfeile sind da dran. Fackeln erstellen hier. Inventarproblem hier. Wenn das hier in Zukunft nichts mehr spawnt. Also die brauche ich sowieso nicht. Natürlich hier Getränke haben. Mal das weg hier. Löwenzahn schmeißen wir weg. Unwichtigeres wegschmeißen. Kleine Zombies. Die brennen tagsüber nicht. Da ist ein Zombie, der wird jetzt brennen. Tot. Creepers brennen auch nicht. Da brennen auch Zombies und so weiter. Jetzt wird auch alles wieder friedlich. Ich glaube, drei züchten. Und jetzt ist es. Da wird hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kühe. Das heißt,
Mal drei töten. Ich muss natürlich auch, nicht drei nachziehen. Oder wie ist das jetzt? Drei nachziehen können. Ich muss mein Inventar mal dringend leeren hier. Mal diese kleine Kuh, die muss mal wieder rein. Wieder rein, diese kleine Kuh. Dann rein. Mein Inventar muss geleert werden. Dann dringend leeren jetzt. Das könnte ich jetzt mal leeren. Und zwar könnte ich hier das Eisenerz reinschmeißen. Trank der Heilung habe ich gekriegt hier. Trank der Heilung, halt. So erhalten. Cobblestone, muss ich den dann jetzt ein bisschen rein. Reinpacken hier. Dann, ja, da packe ich eigentlich generell nicht so gern rein. Muss wahrscheinlich dann in eine Truhe außen hingehen. Jetzt packen wir die ganzen Steine weg. Stein, Stein. Der Zuckerrohr muss woanders rein. Wir werden hier eine Truhe jetzt mal aufmachen. Hier ist mein Haus. Steht hier momentan das Haus. Das eine zweite Haus habe ich einfach ohne Benutzung. Packe ich den jetzt hier mal weg hier. Die Diamanten sollen weg. Und dann powder hier auch schon, das kommt auch mal rein. Nur die Lehmbälle kommen hier rein. Das Zuckerrohr kommt hier rein. Hier noch die Erde rein. Ja, die Erde kann ich so mitnehmen. Pfeile, die packe ich hier weg. Noch behalte ich. Das Golderz, das kommt jetzt hier rein. Wo habe ich das jetzt denn reingetan, das Golderz? Da ist es drin, das hole ich jetzt dann wieder raus und tue das hier rein. Farbstoff brauche ich gerade nicht. Säule brauche ich auch gerade nicht. Ja, ich nehme mal die eigene Truhe damit. Mit. Mit auch mit dem Zuckerrohr hier. Das ganze Zuckerrohr da rausholen. Mein Inventar schon leerer geworden. Jetzt muss man natürlich erstmal den Stoff hier aufnehmen. Da habe ich natürlich drei Kühe getötet und gleich an den Nerven zu gehen. Wir gucken, ob ich noch weitere Tage machen kann. Ja, da kann ich noch einen weiteren erzeugen. Eine weitere Mini-Kuh. Kann natürlich den Stoff, den ich in die Kühe gekriegt habe, auch wieder hineinpacken. Das rohe Rindfleisch und das Leder kommt hier rein. Oder habe ich das Leder oder habe ich das woanders reingestellt? Hier ist das ja alles drin. Rohes Rindfleisch ist hier auch schon drin. 10 Stück habe ich schon wieder davon. Das heißt, die wird wahrscheinlich nicht in Nahrungsnot geraten. Leider ist es mit dem Gold, jetzt hier das ist durch. Brauche ich auch momentan nicht. Und ich wollte jetzt hier noch eine eigenständige Truhe, bevor ich den Part beende, mache ich jetzt erstmal noch hier eine Truhe hin. Hier ist das ganze Zuckerrohr hinein. Ah, jetzt ist gerade die Maus spinnen rum. Knochen brauche ich nicht. Da reinpacken, aber so. Die Knochen nehme ich jetzt immer mit, damit ich scharf kann ich mir heute hier abscheren. Ja, aber ich habe jetzt schon Prozentsatz hier. Jetzt habe ich hier 1, 2, 3. Nochmal genau 10. Wie viele rote Schafe habe ich denn hier? Jetzt habe ich hier 1, 2, 3, 4, 5 rote. Und wie viel weiter habe ich? 1, 2, 3, 4.
Oder wie ist das nochmal? 1, 2, 3, 4 weiße und 1, 2, 3, 4, 5 rote. Also, ich wollte nochmal 2 weiße nachzüchten hier. Ich muss also noch ein weiteres weißes Schaf züchten. Da kommt's raus. Wenn ich das mit weiß und rot in Ausgeglichenheit habe. Zack, jetzt ist es mal alle wie abscheren. Das schön. Wenn die fressen, kriegen die ja. Und dann sammle ich hier natürlich die Wolle. Die sind recht zu 4 schon mittlerweile. Dann sammle ich hier die Wolle. Und ich hoffe mal, dass der Fall euch gefallen hat. Also ich kann mich jetzt verabschieden damit. Tschüss und bis zum nächsten Part.